Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Temtem. Bevor wir hier weitermachen, ist mir aufgefallen, beim letzten Video zum Beispiel habe ich reingeschaut, gibt es hier in der Zone irgendwie Probleme mit den Frames? Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Ich weiß auch noch nicht, woran es liegt. Ich habe die Grafikeinstellungen komplett runtergeschraubt, habe alles, die Texturenqualität runtergeschraubt. Das ändert nichts, ja. An und für sich sollte das Spiel reibungslos laufen. Das hat im ersten Gebiet auch wunderbar geklappt. Ich glaube eher, dass das Gebiet hier nicht zu 100% optimiert ist. Behaupte ich jetzt einfach so mal, ja. Das droppt halt teilweise auf 30, 40 Frames runter. Warum auch immer, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz haben wir in der letzten Folge den Gondelschlüssel bekommen. Und da schauen wir jetzt auch mal weiter. Ja, jetzt dürfen wir das Ganze nämlich auch benutzen. Willkommen im Gondellift, bitte wähle einen Zielort. Nah-Omnesien für Hochweg und Riesenbanyan, Fern-Omnesien für Anakulkan und Glasweg. Wir nehmen... Citerio ist nah. Ja, nehmen wir nah. Man sieht es jetzt auch unten links. Ja. Hier in der Aufnahme, ich habe jetzt die Frames eingeblendet. Wenn ihr gute Augen habt, könnt ihr das lesen. Frames 100, was? Um die 110, so circa zwischen 100 und 110, haben wir jetzt hier wieder. Und wenn wir nach oben gehen, ja, komm. Habe ich hier ebenfalls gute Frames, zwar nicht die 100. Ah, komischerweise habe ich jetzt aber auch wieder 60 Frames hier. Auch in der Aufnahme. Hm. Warum auch immer. Na gut. Ja, wie gesagt, sorry. Aber ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. So. Also. Neue Zone. Okay. Da gibt es eine Aufgabe. Hier zwischendrin sind ein paar Häuser und ich glaube, wir müssen erstmal komplett rundherum, bevor wir überhaupt hier direkt zu den Häusern kommen, denn wenn ich hier über das Eis rutsche oder über das wenn ich hier über den Kristallboden rutsche, dann komme ich nur hier an das tote Ende quasi. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Ja, genau, da werden wir nicht rüberkommen. Das heißt, wir schauen uns erstmal hier unten um, ganz kurz. Dann gehen wir den Weg hier nach links. Schauen uns hier die Häuser an. Einmal, zweimal. Dann laufen wir das ganze Stück nochmal rüber und schauen uns an, was dort auf uns wartet. So. Also. Es geht auch direkt los mit dem ersten Kampf. Du siehst aus wie einer dieser Schickimickis aus der Atollreihe. Atollreihe? Jo, diese Nobelgegend im Südosten. Ah, das ist da drüben. Okay, die Leute da unten haben keine Ahnung, wie man mit Temtem kämpft. Komm, ich zeige dir, wie es geht. Na gut, dann kämpfen wir halt mal. Es war echt weird mit den Frames. Komisch. So. Wie lösen wir das denn hier? Ich würde sagen, wir machen erstmal... Oh Gott, das war ein Fehler. Erstmal Crystal weg, wollte ich sagen. Oh. Ja. Das geht auf Genki, das habe ich mir schon gedacht. So. Als nächstes Saku. Komm schon, Genki, du überlebst jetzt, oder? Wieder. Ja, okay. So, Glasklinge und Gleichstromstrahl. Wir haben leider immer noch keine guten Temtems gegen Pflanzen-Typen. Was ein bisschen belastend ist.
So, hätten wir. Genki Level 32, Gewitter. Ein richtiges Gewitter, dem Monsun über Chipanko gleich. Schade dem ganzen Team. Ja. 26 Ausdauer. Das Kettenblitz? Ja, komm. Machen wir. Ziemlich gute Moves für einen Atollruderer. So, kurz anders hinsetzen hier. So, weiter geht's. Hallo, hast du Interesse an einem feinen Grundstück in der Atollreihe? Wenn ich mir das nur leisten könnte? Oh, ich bin mir sicher, dass du mit deinem Bändiger-Talent irgendwie Geld machen kannst. Bis dahin wünschte ich zumindest, dass ich dir unsere Anwesen in der Atollreihe zeigen könnte. Wann macht sie wieder auf? Der Chefingenieur hat mir gesagt, dass sie gerade die Entwicklungsphase Alpha 2 gestartet haben, was auch immer das heißt. Aber ich glaube, das ist schon bald, hoffentlich. Okay, dann komme ich später wieder. Gut. Der Kampf hat uns schon ziemlich viel Kraft gekostet. Da unten wartet auch schon der nächste. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel zum Heilen, wenn ich ehrlich bin. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich sehe dich und teile einen Atem mit dir, Inselfremder. Ebenso. Veranstalt mir einen ehrenhaften Kampf. Natürlich. Oh, natürlich. Ja gut, wir werden Crystal Instant austauschen gegen Oceara. Sonst müsste ich einen Belieber benutzen. Tsunami. Warte mal, dritt. Da macht mir zwar selber Schaden, aber gut. Ah ne, macht er nicht mehr. Super. Ich kämpfte so gut ich konnte. Ich war am Mirins Lisha Mania. Was? Sieht ja echt zum Teil Zungenbrecher hier. So. Ganz vorsichtig tasten wir uns hier voran. Okay. Oh Mist, das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Aber die kriegen wir hin, die beiden. Da können wir gleich mal Gewitter ausprobieren, huh? Nö, müssen wir warten. Na toll. Ah, lohnt sich was gar nicht. Hallo? Könnt ihr das mal lassen? So, jetzt kommen die Großen. Da benutzen wir jetzt aber das Gewitter mal. Boom. Okay. Oh,
Okay. Ja, Geschwindigkeit. Luciara 24. Schauen wir mal, ob Banshee diesmal überlebt. Dann können wir ein paar Level draufknallen. Ja, Glasklinge. Und picken. Ja, sie überlebt. Ja, Level 3, Level 4. Level 5, Level 6. Okay, 6. Also 5 Level Ups ist schon ordentlich. So, jetzt müssen wir ganz kurz hier Genki nochmal wiederbeleben. Alter, der Wasserball ist laut. Naja, komm, verballern wir einfach. Wir haben's ja. Next. Wenn du einen Platz im Teich suchst, wirst du wohl darum kämpfen müssen. Na komm. So. Kristallstaub, Gleichstromstrahl. Jawohl. Läuft bei mir. Dann machen wir dasselbe nochmal. Und hoffen wir, dass es reicht. Na bitte. Na gut, du bist wohl der größte Fisch im Teich. Aha. Oh, was bist denn du? Sieht aus wie ein komisches Lapras. Babawa. Babawa. Oh, okay. Fangen wir mal, ne? Müsste auf jeden Fall einen davon überleben. Okay, sogar mehrere. Gut. Ja, draußen ist gerade die Müllabfuhr. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut. Nein! Na gut, beim nächsten Mal. Da ist ein Item. Stemkarten. Sehr schön. So, da warten die nächsten. Laulaheto, wir teilen einen Atem. Bist du an Tentem-Kämpfen interessiert? Magst du etwa keine Wind-Tentem? Sieht so aus, als wolltest du dich mit mir und meinen Temps anlegen. Der Wind ist gut. Denke, freut sich. Aha. Da sehe ich aber keinen Wind-Tentem. Ah, okay, Hutschig ist anscheinend Flug noch. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ah ja. Maisie. Ach, das sind alle drei Starter. Okay. Ja, Kristallstaub. Ah, das war ein Fehler.
Okay, alles gut. Den sollten wir kriegen. Jawohl. Aua. So. Das könnte schon reichen. Jawohl. Habt ihr doch gesagt, dass du vorbereitet sein sollst? Ach ja, das hast du. Wie wäre es, wenn du mir nicht nur Sachen sagst? Oh, da wartet schon wieder das nächste Duo. Ah, ah. Problem ist, ich habe fast keine Heilsachen mehr. Salbe plus. Und noch eine normale Salbe, das kann ich mir auf jeden Fall noch gönnen. Wie wäre es mit einer Temp-Schlacht? Kampf Velia Kepa, heutzutage heißt es Temp-Temp-Kampf. Wie merkwürdig, das sind doch gar keine richtigen Kämpfe. Das habe ich in der Zeitung gelesen, so nennt man das heute halt, meine Teuerste. Man muss ja mit der Zeit gehen. Aha, also dann lass uns modern sein und hoch die Temtem. Hoch die Temtem. Okay. Wie viel haben wir denn? 4 Gegner. Na gut. Dann fokussieren wir uns mal auf einen. Ja. Aua. Gut. Dann machen wir den anderen weg. Sehr schön. Crystal Level 33. Und noch ein Skansch. Okay, jetzt wird's hart. Ja, zaubern wir mal ein Gewitter. Ja. Au. Hat mich eingeschläfert. Nicht gut. Ja, das schreit ja fast wieder nach ein bisschen Heilung. Eigentlich hätte ich den linken wegmachen sollen. Aber gut. Genau deswegen. So, schauen wir mal, ob wir durchkommen, so. Nee, nicht ganz. Aber er muss sich eh ausruhen. Ozeara 25, sehr schön. Aber jetzt sind wir durch. Temtem los, das heißt heute Temtem los. Ob hoch die Temtem oder Temtem los, wir wurden besiegt. So, was ich jetzt an der Stelle machen werde, oder machen werde, wir benutzen jetzt mal unsere Essenz und heilen uns mal voll. Hm, was meinst du, super niedlich genug? Mehr hat ein Stil als meiner Mädel.
Schauen wir mal, wie du mit Temtem umgehen kannst. Ui, Pflanzen. Oh, gehen wir mal auf Taifu. Das Gift nervt, so. Erledigt. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Außer noch mehr Gift. Banapi. Ja, ne? So schnell wie möglich killen. Also ohnmächtig machen, wir killen ja nichts. Und es reicht natürlich nicht. Gut. Gift und Feuer. Ja, nice. So, das Problem ist. Wir haben auch keine Ausdauer mehr hier. Jawohl, das war wichtig, dass er wegfällt. Aua. So, und jetzt. Volle Power auf Loali. Müsste jetzt reichen. Ja, sehr gut. Aber wir sind schon wieder ziemlich angeschlagen. Muss ich gleich wieder zurück. Was hast du davon, wenn du Bändiger nachläufst, Mädel? So, weil ich glaube... Ich glaube, hier kann man sich nämlich nirgends heilen. Steht da jemand? Hallo? Nö, okay, da steht keiner. Da sitzt einer. Dreimal Salbe plus. Hm. Was könnt ihr uns hier behalten? Nutzen wir doch gleich mal zwei davon. So, jetzt geht's nach oben erstmal, würde ich sagen. So, da gibt's auch wieder ein Item. Honikum Plus ist auch nice. So, schauen wir mal kurz in das Haus. Ach, wer ist da? Ah, nicht schon wieder. Wie ich bereits sagte, ich gebe keine Interviews. Bis, warte. Wer bist du noch gleich? Ah ja, ich erinnere mich an dich. Von der Nawal, nicht wahr? Der Fan. Ich bin geschmeichelt. Du hättest aber auch einfach eine Karte schreiben können, statt den ganzen langen Weg anzureisen. Aber... Also, kann ich ein Foto von dir machen? Lieber nicht, tut mir leid, mein Manager hier kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Paparazzo sucht nach dir. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Er ist mir schon seit das Schwert von hoch oben auf den Fersen, bettelt nach Interviews, macht unerlaubt Fotos. Das ist einfach furchtbar. Sicherlich hat er dir ein paar Panzers angeboten, um mich aufzuspüren. Und ein Bild von dir. Oh, wunderbar, einfach wunderbar. Kannst du mir dabei helfen, ihn loszuwerden? Erzähl ihm einfach, dass ich weiß auch nicht, in den Pipanko-Hochlanden bin, um eine Extremsportszene zu drehen. Irgend sowas Verrücktes, Hauptsache er verschwindet. Okay, mache ich. Und toll, gib mir bitte Bescheid, wenn es funktioniert hat. Sehr gut. Da ist wieder eine Tonne, da kann man nichts rausholen. Gut. So, was willst du denn? Geh da nicht rum, du stehst mir im Panzer nicht. Ich habe da eine Frage.
Wenn es ein Porträt ist, dann nein. Ich bin gerade sehr beschäftigt und Aktzeichnungen fertige ich auch keine an. Ein Mädchen namens Ariadne sucht einen Mentor. Ariadne, das klingt venezianisch. Ist sie angehende Künstlerin? Sie ist ziemlich jung, aber talentiert. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich jünger war und wie schwer es war, meinen Durchbruch in der Kunstwelt zu erkämpfen. Es wird wohl Zeit, dass ich anderen Leuten helfe. Klar, ich werde sie unterweisen, wenn sie sich anstrengt. Sage ihr, dass sie mich in Kisiva treffen soll. Das ist mein nächstes Reiseziel. Ich werde dort eine Serie von Archipel-Panoramen anfertigen. Danke, Ariadne wird sich bestimmt sehr freuen. Nein, danke dir. Was du da tust, ist wirklich nett. Ich wünschte, jemand hätte damals das gleiche für mich getan. Cool, so. Und jetzt rüber zum nächsten Haus. Warte mal. Immer noch ein Ausrufezeichen. Tut mir leid, ich versuche gerade diesen goldenen ockergelben Farbton festzuhalten. Das sieht mir mehr nach Honiggold aus. Also, was weißt du schon von Grammatismus? Puh, hier hält sich jeder für einen Kenner. Allerdings könnte ich tatsächlich eine etwas komplexere Farbpalette gebrauchen, aber ich habe die Hälfte meiner Vorräte am Luftschiffdock vergessen. Also muss ich mich mit diesen einfachen Farbtönen zufrieden geben. Vielleicht kann ich helfen? Vielleicht kannst du das. Weißt du, wo man richtige Farbstoffe bekommen kann? Sag doch einfach, was du brauchst und wir finden es heraus. In Ordnung. Stellen wir mal eine Liste zusammen. Also, ich werde wohl ein anständiges Lapis-Lazuli-Blau brauchen. Nicht dieses billige Himmelblau. Oh, und richtiges Lila. Ja, und etwas Alizarinrot. Lila Farbe wird traditionellerweise aus den verlassenen Schalen von heranwachsenden Saipat gewonnen. Sie werden dort, wo die Saipat sie abwerfen, sorgfältig eingesammelt und dann zu feinem Puder gepresst. Für gewöhnlich kaufe ich das von einem Händler in Brigaldemar. Was ist mit den anderen Farben? Lapis Lazuli Blau, wie der Name schon verrät, aus Lapis Lazuli hergestellt. Die Hochlande von Kisiva beherbergen für gewöhnlich die größten Vorräte dieses Gesteins. Und was Alizarin betrifft, es ist ein tiefrotes Ding. Das ist halt auf Englisch gerade. Aus Mineralien in den Minen von Quetzal. Okay. Miss Isiva und Tukma. Okay, starten wir mit Violett. Sollte nicht so schwer zu finden sein. Okay, damit hilfst du der Kunst ungemein und das hier sollte deine Reisekosten decken. Danke. In der Zwischenzeit schaue ich mal, ob ich zumindest schon einmal den Umriss zeichnen kann, bevor das Licht schwächer wird. Okay. Also man merkt teilweise noch nicht ganz fertig übersetzt. So. Bist du der neue Beleuchter? Wir müssen uns echt mal übers Ausleuchten unterhalten. Auf dieser Insel sieht es einfach viel zu rötlich aus. Oh Mann, das ist, das würde man so hoch oben mit den Fingerspitzen berühren. Aber was denkst du? Es ist dein Job. Ich mache mir mehr Gedanken, dass das Bild nicht von der ganzen Vulkanasche zu ungenau wird. Ich mag Filme nicht mal wirklich. Die sehen für mich nur aus wie Arbeit. Genieß deine Pause. Okay. Und Kampf. Oh, hallo. Glaubst du, dass du mir im Temtem-Kampf gewachsen bist? Du bist Temtem-Bänderin? Was? Nur weil ich nicht erwachsen bin, bin ich keine richtige Bänderin für dich? Ich zeig dir schon, was ich alles kann. Okay, gegen was kämpfen wir hier? Gegen Kapire. Okay. Stahlstaub. Eichstromstrahl. Empire, oder? Heißt das? Empire? Papyre? Namen sind teilweise noch sehr schwierig für mich. Ach so, Crystal macht halben Schaden. Dumm. So. Fuck. Aber wenigstens war es nicht ganz einfach, mich zu besiegen, oder? Ich war echt kein Schwächling.
coole Haare. So. Gut, damit sind wir hier durch. Damit hätten wir die Runde abgeschlossen auch noch. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.